Rock'n'Roll, der Ride Online Motorrad Podcast mit Vollgas rein in Episode 1. Viel Spaß! Und hier ist eure Gastgeberin, Pamela Beckmann alias Moto Pamikaze. Marc, es freut mich sehr, dass wir uns heute sehen, zum ersten Mal live beim ersten Podcast von Rock'n'Roll. Richtig. Ich freue mich sehr, dass du mein erster Gast bist, mein Premierengast sozusagen, und hätte gleich die Bitte an dich, dass du dich kurz vorstellst. Ja, hi zusammen, ich bin Marc Lin, Bassist der Gruppe Gotthard und natürlich jetzt hier auf eurem Lieblingssender, der Rockantenne. Und ich bin stolz darauf, den ersten Podcast machen zu dürfen für Rock'n'Roll. Und ihr seid ja sicher auch so richtige Biker oder mindestens Biker ein bisschen angefressen von Motorrädern. Also seid bei diesen Podcasts dabei, das wird sicher sehr spannend und lustig. Vielen Dank, Marc, für deine Vorstellung. Die meisten unserer Hörer kennen dich ja natürlich als Bassist der Band Gotthard. Mich kennt man noch nicht, mein Name ist Pamela. Ich komme aus München und fahre seit 2013 Motorrad. Mein erstes Motorrad war eine BMW und seitdem sind ganz schön viele andere Motorräder dazugekommen. Von einer Yamaha XS400 bis eine alte BMW habe ich auch noch, eine R75-5, so ein richtig schöner Oldtimer. Dann habe ich mir letztes Jahr ganz neu eine Beta 93 Racing gekauft, so eine kleine Sportenduro, mit der ich jetzt Rallyes fahre. Meine ganz große Leidenschaft ist Offroad-Fahren und Abenteuerreisen. Ich war 2018 mit der BMW 650 auf der Seitenstraße unterwegs und habe das Ganze dann auch als Blog festgehalten. Und eigentlich seitdem blogge ich so oft es geht. Neben dem Beruf findet man da jetzt nicht so viel Zeit, aber es ist einfach schön, meine ganzen Erlebnisse aufzuschreiben. Genau, und deswegen freue ich mich auch total, dass ich jetzt hier als Host bei Rock'n'Roll mit ganz vielen anderen Menschen sprechen darf, die eben dieses Motorradfahren auch im Blut haben. Wenn du mir jetzt noch mal ganz kurz erzählen magst und auch den Hörern, seit wann du Motorrad fährst und was dich eigentlich zum Motorradfahren gebracht hat, weil ich weiß, dass du den Schein nicht mit 18 gemacht hast. Mit dem Autoführerschein zusammen, stimmt's? Richtig, richtig. Nee, den Schein habe ich ehrlich gesagt gemacht, da war ich etwa 27, aber das war der kleine Schein. Bei uns in der Schweiz ist ja anders, da musst du zuerst zwei Jahre, dazumal musste man zuerst zwei Jahre 125er fahren, also der kleine Schein habe ich irgendwie im 86 oder 85 gemacht, nee, im 89 gemacht, so. Ja. Und der große Schein habe ich nachher 2004 gemacht. Also wirklich Freunde. Ich bin umgezogen nach Luzern von Lugano und habe da neue Freunde gehabt, die sind Motorrad gefahren. Habe ich gesagt, hey, jetzt ist der Einstieg klar, da kann man zusammen ein bisschen ausreiten gehen. Wunderbar, super. Das heißt, du warst 27 und konntest dann auch gleich was Offenes fahren, was Großes fahren. Was war dein erstes Motorrad? Mein erstes Motorrad war Suzuki GSX 1400, steht heute noch bei mir in der Garage. Ich mag dicke, fette Kälber und wenn man schon Bock auf Rock'n'Roll hat, dann gleich was Richtiges. Es war sicher jetzt zum Einsteigen nicht gerade das Optimale. Ich hätte lieber eine 600er genommen, noch zwei, drei Jahre lang. Aber manchmal ist es, wie es ist. Ich habe es zwischenzeitlich auch gelernt. Das heißt, das war dein erstes Motorrad, die Suzuki, und die hast du immer noch. Wolltest du die nicht verkaufen oder ist sie dir so ans Herz gewachsen? Ich habe ja zwei Motorräder zurzeit, aber so wie das Wetter jetzt gerade tut, kommt man ja nicht mal zum Fahren. Das stimmt. Ich bin mal am Überlegen, ob ich alles verkaufe mal und was Neues, einfach zum Spaß, obwohl ich eigentlich meine Motorräder liebe. Aber ich habe einen Käufer für die Suzuki und das ist gleich mein Nachbar. Und wenn ich mit dem mich gut finde, dann... kann ich vielleicht noch ab und zu weiterreiten. Dann muss sie gehen. Ich habe ja tatsächlich mein allererstes Motorrad auch noch zu Hause in der Garage stehen. Also ich fahre nicht ganz so lange wie du Motorrad. Ich fahre auch erst seit 9, 8 Jahren oder so Motorrad. Aber ich konnte mich von meinem ersten Motorrad bisher auch noch nicht trennen. Das ist irgendwie so ans Herz gewachsen. Das ist eine ganz kleine BMW, ganz was anderes als bei dir, eine 650 GS. Aber die ist mir auch noch so ans Herz gewachsen. Die möchte ich einfach nicht loswerden. Ja, man hat es halt viel geputzt und viel verhätschelt und gebracht. Das ist halt ein Teil von mir auch. Und ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob ich sie wirklich verkaufe. Ja. Wir werden sehen. Ja, genau. Du hast gesagt, du hast zwei Motorräder. Was ist dein zweites Motorrad?
Ja, das zweite Motorrad ist eine Marke, die es heute nicht mehr gibt. Und zwar waren wir mit Gotthard zusammen Botschafter für Victory, die Marke, die erst parallel von Indien wieder aufbelebt wurde. Victory war ja die erste amerikanische Motorradmarke, die es gab, hat aber da in den Kriegszeiten einfach nicht überlebt. Und so hat man das wieder versucht aufzubeleben, haben in der Zwischenzeit aber schon wieder das Zeitige gesegnet. Und ich fahre eine Victory Cross Country Touring, also das ist ziemlich die größte Maschine, die es gibt. Die ist auch ziemlich schwer mit einem Leergewicht von 470 Kilo. Wow. Also wie ihr seht, ich mag richtig dickes Zeug. Also, ja. Aber das sind auch tatsächlich total unterschiedliche Konzepte. Also das ist ja komplett anderer Fahrstil. Richtig. Und deswegen, ich höre ja auf beiden Motorrädern Musik. Beim großen Motorrad über die Lautsprecher, beim kleinen im Helm. Und das Fantastische ist, je nachdem, was du fährst, machst du eine ganz andere Musikrichtung. Gefällt dir da? Also bei der Suzuki bin ich eher so ein bisschen auf Metal und ein bisschen auf harter Rhythmus. Ja. Und bei der Touring, also bei der Bagger-Style, bin ich eher so richtig 70er Jahre Rock, Blues-Rock, also von Deep Purple bis zu AC/DC, solche Sachen. Und das ist wahnsinnig unterschiedlich, die Musik, die man hört dabei. Ja, und dann aber auch so richtig schön aufgedreht, also so richtig rollende Disco, oder sagst du, du willst es den anderen Verkehrsteilnehmern nicht ganz so auf die Ohren geben? Also im Helm drin mache ich eher leise, weil ich möchte natürlich nicht zu sehr abgelenkt sein, aber auf der großen mache ich Vollgas, weil man muss ja gute Musik auch ein bisschen in die Umgebung, in die Nachbarschaft bringen. Ja, das stimmt tatsächlich. Und es ist ja jetzt so, dank Corona gibt es ja sowieso gerade seit 2 Jahren keine Diskotheken, keine Clubs mehr. Das heißt, wenn man dann mal auf Motorrad unterwegs ist, kann man sich so richtig schön das Disco-Feeling geben. Ja, richtig. Und weil ich ja öfters Überland fahre, also ich bin nicht der Kurzfahrer. Ich fahre nicht in die Stadt oder so. Im Endeffekt, dann gehe ich gleich 2-3 Stunden. Und dann ist man sowieso im Wald und so, und da stört's. Vielleicht bekommt das Reh oder der Fuchs mal gute Musik mit. Auch nicht schlecht. Du bist ja aus der Schweiz und hast dann natürlich auch die allerschönsten Motorradstrecken bei dir in der Gegend bestimmt. Ja, toll. Ja. Also ich bin eigentlich immer noch in der Schweiz, aber ich habe auch ein Haus in Deutschland. Und meine Motorräder sind eigentlich in Deutschland. Was in Deutschland toll ist, sind natürlich die schnellen Überlandstraßen. Bei uns darf man nur 80 fahren, hier darf man 100 fahren. Das ist wunderschön. Aber was mir manchmal ein bisschen fehlt, da wo ich wohne, Stuttgart-Umgebung, sind die Berge. Also entweder musst du dann wirklich eine längere Anfahrt machen in Schwarzwald oder nach Memmingen, da die Ecke, Richtung Österreich. Und bei mir war es natürlich schön in der Schweiz, ich hatte eine 3-Stunden-Runde mit 3 Pässen drinnen und so 2000. Und das war natürlich top. Das hat natürlich schon eine ganz andere Qualität, wenn man eben über Pässe über 2000 erfahren kann. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling. Ja. Aber ich genieße das ja heute noch, wenn ich Openairs habe, fahre ich manchmal zum Openair hin und mache da extra noch einen Umweg, fahre einen Tag vorher los, irgendwo ein Openair, ich sage jetzt irgendwie... Wenn ich es in Bayern habe, fahre ich an über Österreich, und wenn ich in der Schweiz bin, mache ich extra noch 5-6 Pässe zwischendrin, einfach um wieder mal das Feeling zu genießen und einfach zu entspannen und sich auf morgen freuen. Ah ja, quasi der Umweg als Arbeitsweg dann zum Festival. Genau. Also auch tatsächlich, wenn du einen Auftritt selber hast, oder gehst du dann, meinst du, wenn du als Besucher auf ein Festival gehst? Nee, wenn ich einen Auftritt selber habe. Also ich fahre öfters an die Open Airs mit dem Motorrad, ja. Ach, ja, und weil es ist schön. Ja? Ja, tatsächlich. Das heißt, du nutzt auch jede Gelegenheit, um Motorrad zu fahren. Ja, ja. Weil es mir einfach Spaß macht. Ich bin gern draußen und höre fast am meisten andere Musik. Weil zu Hause bist du immer mit deiner Musik beschäftigt oder du machst ein Projekt oder so. Aber auf dem Motorrad neue Playlist und dann mal das Neueste, und dann hörst du auch selber ein bisschen. Das passt jetzt nicht zu dem Motorrad und das passt zu dem Motorrad. Ja, so einfach genießen. Wunderbar. Aber ist es dann auch so tatsächlich, dass du, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, dass dir dann zum Beispiel auch neue Musik einfällt oder dass du Ideen für Songs hast? Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Blog, also er ist nicht der Rede wert, aber manchmal, wenn ich unterwegs bin, dann fallen mir gewisse Themen ein, über die ich schreiben möchte oder die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen, und ich genieße es auch so ein bisschen so als kreative Auszeit quasi. Ist das bei dir auch so? Nein. Überhaupt nicht. Ich bin dann eher der Typ, der mit dem Hund durch den Wald spazieren geht
Und dann habe ich die Ideen, weil da summe ich irgendwas vor mich hin oder habe ein Gefühl. Ja. Auf dem Motorrad ist für mich volle Konzentration. Ja. Und nur Freude auf die nächste Kurve. Also ich bin da voll fokussiert und will einfach nur Kurven fahren, geil Armbremsen. Auch die Bagger fahre ich sportlich. Mhm. Also das ist nicht einfach so ein bisschen rumcruisen, sondern da geht es dann schon zur Vollgas. Ja, das denke ich mir. In der Schweiz habt ihr ja auch ein bisschen Kurven. Also da muss man den Bagger auch ordentlich bewegen können. Richtig. Wenn man dort über die Pässe fahren will und so. Ja. Und das Tolle ist ja, weißt, je mehr du fährst, desto mehr Vertrauen hast du in dein Motorrad. Und ich vertraue meinen beiden zu 100%. Ich hatte noch nie ein schlechtes Erlebnis auf der Straße. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Du bist ja in ganz vielen Bands, aber die bekannteste ist Gotthard. Hast du uns ja vorhin schon gesagt in deiner Vorstellung. Ja. Wie kam es zu dem Namen? Beziehungsweise hat das irgendwas zu tun mit dem Gotthardtunnel? Nee, mit dem Tunnel selber nicht, aber mit dem Berg. Weil als ich begann Musik zu machen, war eigentlich die einzige Ecke, wo Musik oder Rockmusik lief, war die deutsche Schweiz. Und als ich mit Gotthard, also begonnen habe mit Steve und Leo Gotthard aufzubauen, waren wir in Lugano, Südenschweiz, also italienische Schweiz. Mhm. Und dieser Berg war immer so eine Grenze, auch eine sprachliche Grenze, eine kulturelle Grenze und so. Und eigentlich war es ein Witz, als wir einen Namen gesucht haben, weil früher hießen wir Crack. Das sollte sein wie etwas Gebrochenes, aber das wurde mit der Droge verwechselt. Also musste man einen Namen wechseln und dann irgendwann bist du im Studio, hast eine lange Liste und irgendwann hat der Leo so irgendwie zum Spaß gesagt, ja, waren so Namensvorschläge, hat er gesagt, ja, wenn der Vorschlag so ist, könnten wir uns ja auch Gotthard nennen. Aber es war eigentlich ein Witz, alle gelacht und irgendwie Wochen später stand Gotthard zu oberst auf der Liste. In Amerika, im Studio, als wir die erste LP aufgenommen haben. Und da kam ein Amerikaner durch und hat gefragt, ja, was ist denn das, der Gotthard? Und da haben wir ihm das erklärt und hat gesagt, hey, das sei sehr interessant, weil Gott ist drin, Hart ist drin und wenn man seine T umdreht, ist es Gotthard, das englische Wort. Und dann haben wir nicht gefunden... Nicht jugendfrei. Ja, nee, es kann ja auch die Musik Gotthard. Ach so. The Music Ach, Gotthard. man kann das, es ist immer Interpretationssache, aber es war dann für uns einfach zu sagen, hey, toll, cool, super. Super, passt perfekt, hat einen lokalen Bezug zu eurer Heimat quasi Richtig. Und eben auch zur Musik und passt wunderbar, ja. Sehr schön. Ich musste nur schmunzeln, weil ich bin das einzige Mal durch die Schweiz mit dem Motorrad gefahren, 2018. Und bin eben auch durch den Gotthardtunnel dann tatsächlich gefahren, weil ich bin von Nizza nach München gefahren in einem Zug und es war Ende September und es war so kalt und echt der Gotthardtunnel, der war ein Geschenk. Da war es warm, da war es trocken. Da ist schnell warm. Ich, den Gotthardtunnel werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Also ich bin da wirklich eine eiserne Socke, egal welches Wetter, ich gehe oben durch. Weil oben durch hast du eine Viertelstunde länger. Ja. Aber wenigstens ein bisschen visuelle Sicht. Ja. Bei mir war es stockfinstere Nacht, das war schon irgendwie 9 oder 10 Uhr abends. Also das war wirklich, da bin ich bis 2 Uhr nachts bin ich gefahren, bis ich dann in München ankam. Also das war brutal. Also wie gesagt, deswegen hatte ich mich an den Gotthardtunnel, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja. Da will man dann auch nur noch rankommen, gell? Ja, absolut. Ja, richtig, ja. Wie ist es denn mit deinen Bandkollegen? Fahren die auch Motorrad oder fahrt ihr auch mal zusammen auf eine Ausfahrt? Ja, wie gesagt, wir waren ja Botschafter und auch jahrelang von Harley-Davidson, dann eben von Victory. Mhm. Und es gab mal so für 1-2 Fotosessions sind wir mal zusammengefahren. Aber wir haben unterschiedliche Niveaus. Und der eine ist halt eher der Kaffeefahrer, der Coffee Racer. Ja. Der fährt halt ins Dorf oder in seine Stadt, um einen Kaffee zu trinken und um sein Bike zu präsentieren. Und die anderen fahren vielleicht so 80, 90 Kilometer. Wenn sie mal eine Rundstrecke machen und da wird halt ich erst warm. Deswegen fahre ich auch meistens alleine beziehungsweise mit der Freundin auf dem Sozius. Ja. Und aber nicht in der Gruppe, weil das ist immer schwierig. Erstens hasse ich Gruppenzwang im Motorradfahren. Mhm. Ich habe aber ein paar Kumpels, mit denen geht's super. Und da fahren wir manchmal Strecke, also da fahren wir 600 Kilometer am Tag und machen noch Zwischenstopps und essen. Und es ist alles gemütlich mit denen.
Ja, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man irgendwie alles kann. Also, dass man alleine Motorrad fahren kann, dass man aber auch in der Gruppe relativ harmonisch unterwegs sein kann, finde ich manchmal auch wunderschön. Eben wie du sagst, wenn man dann das Gefühl hat, man hat was gemeinsam geschafft, man hat viel Strecke gemacht, man hat einen wunderschönen Tag, man konnte zusammen essen, man hat einfach eine tolle gemeinsame Zeit gehabt und trotzdem hat man sich nicht so unter Druck gefühlt, zum Beispiel, wenn jemand viel, viel schneller fährt oder ja, fast richtig, schon gelangweilt, genau. Wenn jemand irgendwie das Gas nicht findet. Die Sicherheit bestimmt das Tempo und jeder muss da in seinem Rahmen fahren. Das ist ganz wichtig. Genau, sehr schön. Hast du eine Lieblingsstrecke in der Schweiz oder auch in Deutschland dann? So eine richtige, wo du sagst, die fährst du, die musst du immer fahren, dann geht's dir gut? Also es gibt so eine Strecke, die heißt Luzern zum Gotthard. Dann über den Sustenpass. Ja. Und dann kommt man hintendurch wieder zurück nach Luzern. Mhm. Das ist super da. Das ist eine schöne Strecke, etwa 3 Stunden. Und nur Kurven und Hammer. Einfach super. Toll. Ja. Super. Und daneben schnell hoch auf 1600 Meter, schnell hoch auf 2000 Metern und hinten runter. Und jedes Mal, wenn ich da durchfahre, halte ich auch an einer ganz bestimmten Stelle, weil hinten dran ist der Gletscher. Und da mache ich immer an der gleichen Stelle ein Bild, jedes Jahr. Ach, und schön. Dann siehst du auch so immer, wie der Gletscher zurückgeht. Mhm. Der geht immer ein Stück zurück, natürlich Erderwärmung und alles. Und das ist noch spannend. Also immer da muss ich sagen, ich muss wieder ein Bild machen, wenn ich da durchfahre. Ist immer so. Ja. Nee, ich mache viele so Ausflüge. Wir fahren auch immer so etwa 120 Bikes ein Wochenende im Jahr nach Arosa. Und das ist dann alles im Pulk. Also da fährt dann eine halbe Stunde Motorrad durch die engen Bergstrecken hoch. Mhm. Arosa. Kur Arosa ist eine 30 Kilometer Strecke. Das hat 320 Kurven. Also das wie geht viel? Nur ab da. 320. Ja, ja. Und oben sind wir dann das ganze Wochenende in einem 4-Sterne-Hotel, das nur reserviert ist für uns. Mhm. Und da spielen Rockbands in der Lobby und da geht man natürlich dann auch noch schnell 2-3 Songs mitspielen. Also es ist ein reiner Spaß. Ach, super. Und man muss dann einfach aufpassen, dass man nicht überbordet, gerade mit dem Trinken, weil irgendwie am Montag geht es ja wieder zurück und die 320 Kurven sind sonst ein bisschen speziell. Das hast du vorhin gesagt, man muss immer fokussiert bleiben und immer konzentriert beim Motorradfahren, genau. Richtig. Ist das ein Event, das offen ist für alle? Also kann man sich da anmelden oder können wir da irgendwie den Hörern, können wir denen das schmackhaft machen? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein privates Event leider. Das ist nur von Leuten, die Leute kennen, die Leute, also wenn ich jetzt nette Leute kennenlerne und sage, hey, die würden da noch hinpassen, dann sage ich hier einen Link, du kommt doch auch mit, wenn ihr Bock habt. Weil öffentlich ist schwierig, dann wird es unpersönlich. Wir oben kennen alle einander und da hat es immer vielleicht etwa 10 neue und das ist dann toll und die lernt man dann kennen und hat Spaß und die einen können diesmal kommen und das nächste Mal nicht. Also es ist mehr auf Einladungen per Freundschaft. So. Na, du hast ja jetzt meine E-Mail-Adresse. Wir kennen uns ja jetzt auch. Richtig. Ich freue mich über die Einladung. Ich hoffe, dass dieses Jahr wieder ein paar Events stattfinden können. Also mir fehlt es unglaublich, das Zusammensein mit anderen Motorradfahrern, die Messen, die Events, die Shows. Ganz europaweit war ich unterwegs und das ist wirklich etwas, was mir total abgeht. Motorradfahren war ja zum Glück immer noch möglich. Das konnte man ja gut alleine machen. Trotz Corona, richtig, aber ich meine, euch mit der Band, für euch sind es ja immer noch harte Zeiten gewesen. Ihr habt ja die letzten 2 Jahre, glaube ich, keinen Auftritt gehabt, oder? Richtig, also nur kleine Auftritte oder so, Benefizsachen, aber so etwas Richtiges nicht. Bei uns war das Problem, dass wir am Freitag, den 13. im 2020 das Album released haben, extra auf den Freitag, den 13. und am 16. war der Lockdown. Also wart ihr schuld? Am Lockdown. Ja, theoretisch, ja. Genau, und das Einzige, was wir machen konnten, ist ein Livestreaming vom Proberaum. Oh. Und dann haben wir gesagt, du, jetzt sind wir seit 30 Jahren dran, alles 2 Jahre ein Album, jetzt machen wir einfach mal einen Break und machen einfach nichts. Mhm. Wir haben dann schon ein paar Songs geschrieben, aber es ist wirklich schwierig, gerade für Künstler, wenn du nichts erlebst und nichts erleben kannst und nichts siehst, du hast keinen Input, über was soll ich schreiben, dann wird es so schwierige Texte oder schwierige Ideen, so diese Frische, die Lebensfreude, die kann man irgendwie nicht da aufnehmen. Und das ist sehr schwierig, da Songs zu schreiben. Mhm. Ich habe dann Produktionen gemacht in den letzten 2 Jahren und wir haben natürlich auch in der Band geprobt, das ist logisch, vor allem, weil wir immer wieder
Tourneestart, Tournee wurde verschoben, wir üben wieder, 2 Wochen vorher wieder verschoben, wir üben wieder, 2 Wochen wieder, vorher wieder verschoben. Aber jetzt sehe ich so langsam Licht am Ende des Tunnels und ich hoffe, dass es nicht ein Zug ist, der entgegenkommt, sondern dass wir endlich mal auf die Bühne können. Für uns und auch vor allem für unsere Fans, die so geduldig warten, das ist einfach, aber was will man tun? Weißt, es ist ja jeder betroffen und da muss man einfach... Absolut. Wie sagt man dem auch, wie beim Motorradfahren, Arschbacken zusammen und durch. Genau. Gas geben, ja. Na, tatsächlich, wie du sagst, es ist tatsächlich jeder betroffen, aber alle sind unfassbar hungrig nach Events, nach Zusammensein. Und ich hoffe, ich sehe tatsächlich auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt dann aus dem Gröbsten raus sind und dieses Jahr dann hoffentlich wieder ein paar Auftritte stattfinden können, Festivals, Events und so weiter. Und dass ich euch dann auch mal live sehe. Ja, das wäre toll. Wir haben noch einen speziellen Event für Biker. Ich unterstütze, in der Schweiz gibt es, das ist in Zürich, Dübendorfer Flughafen, gibt es das Love Ride. Da wird für muskelkranke, muskelschwache Kinder einmal im Jahr ein Riesenevent. Und da haben wir zusammen mit dem Sänger von Krokus, Max Dorace, und anderen Jungs, die dabei sind, haben wir den Titelsong gemacht für den Event. Weil die haben immer Born to be Wild genommen und wir haben gesagt, das kann nicht sein, der Marc und ich, wir unterstützen das seit Jahren. Mhm. Wir fahren immer an mit den Bikes, also es ist ein riesen Biker-Treff, da spielen Live-Bands, da gibt es Motorradausstellungen, das ist richtig ein geiles Ding. Und vom Eintrittspreis, das wird alles gespendet. Und da kommt immer so fast 300.000 Euro zusammen, nur an einem Tag. Wow. Und das ist richtig ein Riesending. Da gibt es auch noch ein Rideout. Jeder, der mitmachen will, darf mitmachen. Und da wird durch Zürich Umgebung ein bisschen überlang fahren. Und das ist immer ein tolles Ding. Und dieses Jahr werden wir da mit dieser Band einmalig spielen. Und den Titelsong werde ich natürlich auch noch dem Rockantennen-Metal-Moser zukommen lassen, damit er den auch hat, weil eigentlich wird er nur in der Schweiz verkauft werden. Aber übers Love Ride kann man die Songs beziehen, weiß ich, für einen guten Zweck. Und ich finde, Motorradfahrer waren immer mit einem guten Zweck verbunden. Und das war mir auch immer ein Bedürfnis. Ein Teil vom Motorradfahren ist auch das für mich. Gibt es dafür schon ein Datum für das Event? Weißt du das schon zufällig? Ja, das ist der 8. Mai. Der 8. Mai, das ist ja jetzt schon bald. Ja, richtig, ja. Ah, wunderbar. Und jetzt bin ich eigentlich gerade die Tage am die Songs fertigstellen und dann geht's los. Okay, super, wunderbar. Jetzt würde ich ganz kurz dir gerne 5 Fragen stellen, die du bitte wie aus der Pistole geschossen, ohne nachdenken, beantworten darfst. Das sind unsere Fast 5. Diese Fragen werden wir jedem Gast stellen. Genau, da kommt keiner drum herum. Manchmal kannst du etwas ausholen bei der Antwort und manchmal ist es auch einfach nur ein Wort, denke ich mal. Ja. Deswegen, ich würde jetzt kurz loslegen mit der ersten Frage. Motorradfahren ist für mich? Geil. Ein Wort. Reicht. Diesen Motorradtraum will ich mir noch erfüllen. Ja, ich möchte gern mal die Normandie befahren. Auf diesen hohen Klippen da oben. Das war schon immer ein Traum. Und vielleicht nochmals Amerika. Aber mal wirklich Zeit haben und zwar von der Westküste zur Ostküste. Ui. Und wenn möglich nicht mehr als 3-4 Bikes. Also nicht so im 10er-Pulk oder irgendwie so, sondern klein und fein. Eine Musikfrage. Dieser Song ist für mich Motorradfeeling pur. Das ist von Joe Satriani, der Summer Song heißt der. Summer Song. Der ist für mich, wenn ich den rein tue, da geht mir gleich das Herz auf. Ach so. Werden wir gleich auf unsere Playlist packen. Hammer. Diese 3 Dinge habe ich immer dabei beim Motorradfahren. Regenschutz, Kreditkarte und das dritte, schwierig, was ist das dritte? Schweizer Taschenmesser. Man weiß nie, in was man kommt und wo man irgendwas braucht, aber das ist das, was manchmal fehlt auf dem Motorrad. Alles andere kann man kaufen um die Ecke, aber... Äußerst nützlich. Letzte Frage, mein Tipp, den ich mit allen Motorradfahrern und Fahrerinnen teilen möchte. Der beste Motorradfahrer ist der, der abends gesund nach Hause kommt. Das sind die guten Fahrer. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Du hattest, dein erstes Motorrad war ja eine Suzuki. Ja. Hast du damit auch Rennstreckenerfahrung gemacht?
Ich hatte noch eine andere Suzuki auf Rennstreckenerfahrung. Das war eine 600 GSX, aber die war umgebaut als Rennmotorrad. Und ich ging da sehr viel, wie soll ich sagen, Training machen. Rennen habe ich nicht so viel beschritten, etwa 3 oder 4. Und habe dann bald mal aufgehört. Das erste war Rennen gemacht, meistens auf Manicur in Frankreich. Und dann hatte ich einen schlimmen Unfall. Das heißt, eigentlich war schon die karierte Flagge gefallen und wir waren auf der Auslaufrunde. Und da machte ich einen Anfängerfehler. Hier oben bist du fertig, aber hier unten geht's noch. Bin ich immer noch mit 160, 170 unterwegs. Topgeschwindigkeit war 260, 270. Wow. Man gibt einfach Gas bis zum Bremspunkt, sonst verliert man. Ganz einfach. Wer bremst, verliert. Nicht immer, manchmal gewinnt man auch. Aber dann habe ich einen schweren Unfall gehabt, weil ich einfach nicht mehr konzentriert war. Und da ging mir die Straße aus. Und hat mich ins Kiesbett gehauen und da weggeschleudert. Und da habe ich mir die Oberarmkugel zertrümmert. Musste dann ein Implantat haben. Das ging dann ein paar Monate ohne Musik. Und dann zwei Jahre später ging ich auf Arnaud Durin, auch wieder Frankreich. Und hatte da einen Vorderradbremsrutsch und das Motorrad ist mir aufs Knie getrümmert. Und hat mir einen Trümmerbruch im Knie, also Tibiakopf, alles kaputt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du über 40 bist, dann tut das wirklich weh. Mit 20 blaue Flecken, mit 30 die ersten Knochenbrüche und mit 40 verliert man dann schon Teile beziehungsweise bekommt neue rein in den Körper. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn das so weitergeht, das ist es nicht. Und bin dann umgestiegen auf Go-Kart fahren, habe dann 24 Stunden Go-Kart-Rennen gemacht in Mallorca, in Dubai und so. Einfach wirklich zum Spaß, um dieses Race-Feeling noch zu haben. Aber jetzt in der Pandemiezeit bin ich auch auf Null gesunken, weil es einfach nicht mehr Zeit gegeben ist und weil der Aufwand und auch die Kosten sehr, sehr hoch sind. Ich habe tolle Rennen gefahren und ich habe in Mallorca mein letztes Abschlussrennen gemacht vor 3 Jahren. Und da habe ich so eine tolle Leistung gebracht, dass ich in meinem Alter schon über 50 noch an die 20-Jährigen rankam, irgendwie bis auf 1/10 Sekunde pro Runde. War für mich dann irgendwie das Erlebnis, wo ich sagte, okay, jetzt habe ich es gehabt. Cool, jetzt, prima. Genau, jetzt kann man aufhören mit dem richtig. Erlebnis. Ja. Genau. Ja, mit ein dem Highlight. Erfolg. Ja, genau. Ja, super. Das heißt aber, du bist nach deinen 2 Unfällen, waren das ja dann auf der Rennstrecke, trotzdem dem Motorradfahren treu geblieben, hast dich dann... Sofort. Weil auf der Rennstrecke gehst du immer ans Limit. Und irgendwann ist das Limit einfach über deinen Fähigkeiten. Das machst du auf der Straße nicht. Straße ist ja keine Rennstrecke. Straße genießt du, da bist du unter dem Limit. Und ich weiß noch genau, bei meinem zweiten Unfall, die Krücken waren weg. Also ich konnte das erste Mal ohne Krücken, durfte aber noch nicht voll alles belasten. Ich ging aufs Motorrad, habe einen ersten Ausflug gemacht, habe einfach gesagt, wenn das Motorrad kippt, muss ich einfach auf die gesunde Seite des Beins. Und damals hatte ich noch eine Harley, eine Roking, und das war ja auch ein bisschen Gewicht, aber das hat super geklappt. Ich hatte noch nie eine prekäre Situation, bis einmal vor 2 Jahren ein richtiger Hinterradrutscher von etwa 1 Meter. Mit der schweren habe ich gedacht, okay, das war's jetzt, aber die kam schön wieder zurück. Ich hatte noch nie eine prekäre Situation. Ich habe gesagt, wenn es mich mal richtig, verknäuselt auf der Straße, nett ausgedrückt, dann überlege ich mir vielleicht, nicht mehr zu fahren. Ja. Ja, aber Rennstrecke ist natürlich schon eine andere Situation als auf der Straße, das stimmt natürlich. Also da am Limit ist. Eben, wenn man am Limit fährt, anders kommt man ja auch tatsächlich nicht weiter. Ich kenne das vom Enduro-Fahren, vom Offroad-Fahren. Wenn du was lernen willst, wenn du immer schwierige Passagen fahren möchtest, wenn du mehr Geschwindigkeit aufbauen möchtest, ein Sturz bleibt nicht aus. Wichtig ist tatsächlich nur, dass man die richtigen Techniken kennt, um sich eben nicht groß zu verletzen, beziehungsweise richtig. Solche Sachen dann einfach automatisch abspult, dass man eben weg vom Motorrad springt und solche Sachen. Also das ist dann natürlich ganz wichtig, dass man sich selbst nicht noch mehr verletzt. Richtig. Ja. Als ich im Manicur da wirklich brutal, also Schulter tut richtig weh, verletzt wurde. Ich war im Spital und vor der Operation habe ich schon eine Ausbaustufe fürs Motorrad gekauft.
Ich weiß noch genau, also ich war noch vor der OP, ich hatte 2 Tage frei, bis die OP soweit war, weil es war eine Rückreiseaktion ohne Ende, ist ja egal. Ich war endlich wieder in der Schweiz, endlich in einem Spital, hatte 2 Tage musste ich warten auf die OP. Und in dem Moment habe ich mir die Ausbauteile für die Motorrad gekauft, weil es immer so ein bisschen das Gasloch, wollte ich digital, ja, eine Aufwertung, damit es besser durchzieht. Weil, ich habe immer darüber nachgedacht, was ist genau passiert. Da und da Fehler. Du bist selber schuld. Okay, und das hat aber nichts zu tun, ob du Motorradfahren liebst oder nicht. Mhm. Sondern es hat damit zu tun, dass du dich besser einschätzt in Zukunft und gewisse Dinge einfach nicht mehr machst. Ich kenne auch ganz viele Motorradfahrer, die einfach total motorradverrückt sind und es niemals aufgeben würden. Tatsächlich, die einfach, man ist dann, ja, man hat entwickelt so eine Leidenschaft und es ist einfach etwas Unvernünftiges. Also Motorradfahren hat nichts mit Vernunft zu tun, tatsächlich. Ja. Das. Wobei ich treffe auf der Straße auch viele, weißt du, und die kommen dann mit dem Affenzahn von hinten, wo ich genau weiß, früher oder später werden die auch mal, wird es auch mal eng für die. Und die lasse ich dann einfach durch, weil ich finde es wichtig für jeden Motorradfahrer, jeder soll in seinem Tempo fahren. Ganz wichtig. Es gibt keinen Maßstab. Ja. Jeder muss für sich alleine Spaß haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe noch eine Frage zu deinen beiden Motorrädern. Zum Thema Umbau, Customizing. Bist du auch jemand, der seine Motorräder dann eben groß anpasst? Also jetzt auch die für die Straße, nicht nur für die Rennstrecke. Es gibt ja so den Klassiker Endschalldämpfer, Kennzeichenhalter, Spiegel, Blinker. Oder was baust du denn an deinen Motorrädern um? Also bei mir ist eigentlich der Umbau immer gewesen, weil auch mal das Motorrad, ich habe es mal ausgeliehen und dann der hatte dann einen Sturz. Und dann habe ich natürlich gleich neue Auspuffe, weil die ein bisschen verkratzt waren, habe ich einen neuen Auspuff gekauft und dann natürlich ein bisschen optimiert im Sound. Und weil ich ja Bassist bin, brauche ich ein bisschen mehr Bässe bei der Suzuki. Und habe einen tieferen Lenker rangemacht, weil ich sehr auf Balance fixiert war. Mhm. Und dieses schwere Baby sozusagen, das ist ja nicht unbedingt eine sportliche Maschine, die hat ja noch ein klassisches Fahrgestell. Also da muss ich wirklich noch Armbremsen, dann ausbalancieren und dann in die Kurve. Und habe da einfach so ein bisschen tiefere Lenker, anderer Sitz, so mehr leicht kosmetische Dinge, aber hinten andere Öhlinsdämpfer, vorne Wilbersgabel. Es gibt solche Sachen, aber das ist eigentlich mehr, weil du merkst, mit den originalen Sachen ist nicht mehr so gut nach all den Jahren. Wenn ich es wechseln muss, dann mache ich es gleich richtig. Mhm. Bei der ganz großen war für mich eigentlich nur Lackierung und Lautsprecher, stärkere. Ja, bessere. Und Auspuff, Jekyll and Hyde, damit es ein bisschen donnert. Aber der Rest ist Stand-up von Stange, weil das Motorrad ist so toll für mich, ich muss nichts ändern, passt. Der Bagger ist auch etwas, da gehst du auch anders zu genießen, Motorradfahren. Und jetzt kommt es eben drauf an, auf der Rennstrecke war es ganz was anderes. Alle Rückspiegel ab, alles Glas weg, muss ja alles wegmachen. Sowieso. Und dann ging es dann wirklich nur, dass du noch ein bisschen mehr Verdichtung hast. Und ja, und dann vor allem bist du vor allem mit Hightech-Gabeln, musst du dich halt befassen wegen den Einstellungen. Welche Strecke brauchst du, welchen Dämpfer, welche und Zugstufe. Aber das ist schon zu hoch. Druckstufe, Zugstufe. Müssen wir nicht ins Detail. Aber ich habe auch stundenlange mit Setups verbracht. Aber unterm Strich, weißt du, wenn du nicht seit klein auf dem Motorrad sitzt, wirst du nie ein Valentino Rossi. Ja. Und du musst es auch nicht versuchen zu kopieren, aber mal auf die Rennstrecke, um Spaß zu haben, würde ich jedem mal empfehlen, aber nicht übers Limit. Nicht übers Limit und wie du es auch gerade so schön gesagt hast, ich meine, sich vergleichen mit den Superstars, das bringt natürlich überhaupt nichts. Weiß ich selber, ich vergleiche mich dann maximal mit, wie bin ich im letzten Jahr gefahren, wie bin ich vor einer Woche noch diese Passage gefahren zum Beispiel. Ich kann mich mit mir selbst vergleichen und gucken, ob ich für mich selbst einen Fortschritt gemacht habe und weiß, okay, hier bin ich jetzt besser geworden. Das reicht mir, aber mit den Großen sich zu vergleichen, das führt zu nichts. Das bringt nichts. Und weißt du, da gibt's ja noch die Tagesverfassung. Es gibt manchmal Tage, da könnte ich vor der Kurve absteigen, das Motorrad rumtragen und dann wieder draufsitzen, weil einfach nicht der Tag ist zum geil Kurven fahren. Und das gibt's halt auch. Und die muss man halt auch akzeptieren, wenn es nur noch hakelt. Und am nächsten Tag geht's wieder, die gleiche Strecke geht wie Butter. Ja, das ist stimmt. Ist halt so.
Das stimmt. Du hast vorhin auch erwähnt, dass deine Freundin oder dass du mit Sozia fährst, Frau oder Freundin, ist bei dir auch gerne oft dabei? Ja, sehr oft, ja. Ja, sehr oft. Sie hat auch selber Ambitionen gehabt, Motorrad zu fahren, weil sie hat für ein Jahr lang eine Suzuki Scrambler fahren können. Und dann wegen wetterbedingt konnte sie dann im Herbst nicht die Prüfung eigentlich machen, der Abschlussprüfer in der Schweiz. Aber vielleicht holen wir das mal hier nach. Zurzeit fährt sie gerne mit mir mit. Und auf der Victory hat's ja, ist ja wirklich bequem. Ja. Es ist auch öfters, wenn wir länger fahren, dass sie hinten einschläft. Und, ist auch nicht ganz ungefährlich, oder? Nee, das macht nichts. Fährt man einfach, da achtet man ein bisschen drauf. Und das merkst du dann, wenn der Helm ihr Helm immer an deinen klackert, oder? Nee. Nein, eigentlich mehr, weil da sitzt man wie im Sofa, so richtig ruhig. Okay. Das ist dann mehr, wenn es plötzlich ruhig ist. Wenn sich nichts mehr bewegt, denkst du, jetzt. Jetzt könnte sie eingeschlafen sein. Ah, das sind schöne Dinge, ja. Ist aber auch ein sehr großer Vertrauensbeweis dann natürlich. Das stimmt, ja. Und wie gesagt, ich hatte noch nie eine prekäre Situation. Und ich fahre nicht extrem langsam, aber ich fahre flott, aber vorsichtig. Aber vorsichtig, genau. Ja. Wenn du dir jetzt ein neues Motorrad kaufen würdest, würde deine Freundin dann da mitentscheiden? Oder sagst du, das ist mein Motorrad und das suche ich mir aus? Oder geht ihr da zusammen dann zum Händler? Es ist so, ich würde es aussuchen, aber ich würde gucken, dass sie immer noch bequem mitfahren kann. Das heißt, es wäre wieder ein Bagger und ich habe schon eine Liste, wo ich durch will. Und zwar, ich träume so von drei möglichen Motorrädern. Das ist ein Harley, ein Modell und zwei Modelle von Indian Bikes, wo ich einfach mal testen will und mich dann entscheiden, weil ich bin sehr sensibel im Fahren. Das heißt, ich muss mich wirklich, es ist eine Gefühlssache. Draufsetzen und Freude haben. Genau. Ja, genau. Und dann kommen dann die ganzen Umbaus, noch mit dem Koffer hinten drauf, natürlich, damit sie anlehnen kann und noch mit der guten Stereoanlage und natürlich der Sound nicht zu vergessen, weil diese Motorräder heute sind ja alle sehr, sehr toll. Ja, ja. Technisch einwandfrei. Ja, sowieso. Ja, tatsächlich, der Technikstandard ist sehr hoch. Hammer. Gerade bei den Touring- oder Bagger-Motorrädern, genau. Das auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich. Da geht es ja vor allem um Komfort und Sicherheit. Richtig. Ja. Und Gemütlichkeit. Und, genau. Es muss auch gemütlich sein. Genau. Ich habe noch ein kleines Erlebnis. Als wir die Bang-LP aufgenommen haben, die vorletzte, war zwischen den Aufnahmen und den Mischen war eine gewisse Zeit. Und wenn man mischt, so immer Ende, da lässt man den Techniker machen und Ende Mischphase geht man dann auch ins Studio und sagt da noch ein bisschen, wie es halt so ist. Jeder hat da noch sein Pläsierchen. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich gesagt, jetzt mache ich eine Motorradtour. Und da ging ich nach Österreich und habe nichts geplant. Und habe das auch jeden Tag gepostet, Tour, und habe einfach gesagt, heute fahre ich Richtung Süden. Und da es genug war, habe ich Hotel gesucht auf booking.com, ging in das Hotel und habe keinen Plan gehabt vom nächsten Tag. Jeden Abend im Hotel, in der Bar, habe ich irgendjemand kennengelernt, gesagt hat, ist das dein Motorrad hier draußen? Wo geht's morgen hin? Und ich hatte keine Ahnung, habe gesagt, du, ich mache das morgen alles spontan. Ah du, ich kenne einen, komm. Hey, und hat da einen gerufen und dann habe ich die Idee gekriegt, wo ich durchfahren soll vom nächsten Tag. Und das war jeden Abend so. Und da habe ich mich immer im Vorarlberg aufgehalten, die ganze Zeit. Und irgendwann, als es dann hieß, der Mix war bereit oder ist langsam bereit, bin ich Richtung Lugano runtergefahren. Und einfach jeden Tag spontan als Glück. Ich wusste nicht, wo ich abends bin. Und das war einfach toll. Nur Musik, frische Luft und einfach mal so lang, bis man müde ist, geradeaus. Perfekt, das sind die allerbesten Touren, wenn man einfach drauf losfahren kann und gar nicht weiß, wo man am Abend landen wird. Super. Wenn es wurscht ist, genau. Ja, genau, wenn es einfach egal ist, wenn man einfach sich alles frei von der Seele fahren kann. Super. Genau. Marc, tausend Dank, dass du mein Premierengast warst. Es hat mich unglaublich gefreut, mit dir über das Motorradfahren zu sprechen und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr sowohl bei einem Konzert als auch bei einer Ausfahrt sehen werden. Ja, vielen Dank auch an dich, Pamela. Also für mich, ich bin mal stolz, dass ich diese Podcast-Reihe Bock'n'Roll eröffnen durfte. Und natürlich
hoffe ich natürlich, dass ich viele Zuhörer auch einfach mal auf der Straße sehe, dann winken wir uns, das wäre schön. Und klar, wir müssen mal irgendwie eine Kurve zusammenfahren, also das werden wir schon hinkriegen und Dankeschön. Danke dir. Die Linke zum Gruße. Das war Bock'n'Roll, der Ride Online Motorrad Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen. Auf rideonline.de findet ihr außerdem mehr rund ums Thema Motorrad und Motorrad-Lifestyle. Ride on und Ride Online.